Ich möchte euch zeigen, wie ihr Giovanni findet und dadurch das Krypto Arctos bekommt. Dazu müsst ihr die Spezialforschung Höhenflug lösen. Hier die drei Aufgaben: Gewinne ein Raid. Ich hatte Glück, dass es Mewtwo gegeben hat und bekämpft habe. Man kann aber ganz normale Ein-Sterne-Raid auch machen. Besiege drei Team Kuroko-Betrübel, ganz einfach, entweder von einem Pokestop oder einem Ballon. Und fange ein Krypto-Pokémon, am Ende einfach eins fangen. Seite 2, lande drei gute Curve-Bälle hintereinander, ist logisch. Fange 5 Krypto-Pokémon. Dafür muss man leider noch einmal 5-mal gegen Team Kuroko-Betrübel kämpfen oder gegen Boss. Hauptsache man fängt welche. Und fange 10 Flug-Pokémon, kann man zum Beispiel Tartiri fangen. Oder auch ein Starali oder zum Beispiel ein Schwalbini. Wenn man Teil 2 einlöst, bekommt man auch ein Pokémon, und zwar ein Dodo, und das könnte shiny sein. Weiter geht's mit Teil 3. Erlöse 5 Krypto-Pokémon. Am besten wäre da Zubat geeignet oder Carpator oder Stoll Junior, denn die benötigen nur 1000 Staub zum Erlösen. Und besiege 5 Team Kuroko-Betrübel, genau wie vorher. Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel. Am besten verwendet man Karatos oder wie hier Bibor. Die braucht nur 1 Kilometer und zusätzlich kann man auch noch Mega-Energie bekommen. Wenn man Teil 3 einlöst, bekommt man Taubos Mega-Energie und ein Roggedrata, was sehr nützlich ist, und ein Pokémon, zwar ein Taubos. Das kann shiny sein und ich habe Glück, es ist bei mir auch shiny. In Teil 4 muss jeder Boss einmal besiegt werden, das heißt, man braucht insgesamt 3 Roggedratas. Die Sierra zum Beispiel fängt mit Kanivanha an und diesen kann man zum Beispiel gut mit Lucario oder ein Machomai mit Kreuzhieb bekämpfen. Beim Boss Alo ist es ähnlich, da kann man auch ein Lucario bzw. Machomai mit Kreuzhieb nutzen, denn er beginnt mit einem Tanhell, der sehr einfach ist. Boss Glyph ist da schon etwas anders. Der ist schwieriger als die anderen zwei, denn er beginnt mit einem starken Pokémon, nämlich mit dem Aerodactyl. Und da nutze ich zum Beispiel Kyogre, da der schon etwas aushält. Wenn man alle drei besiegt hat, kann man es einlösen, Teil 4. Und das Wichtigste, was man hier bekommt, ist der Super Roggedradar, denn nun mit diesem kann man Giovanni an Pokestops entdecken, beziehungsweise dann kommt er auch in einen Ballon. Jetzt zum 5. Teil, finde den Boss, kämpfe gegen den Boss und das Wichtigste, besiege den Boss. Da mein Super Roggedrata aktiv war, ist im nächsten Ballon der Giovanni gekommen. Somit habe ich ihn gefunden, bekämpfe ihn jetzt, muss ich ihn nur noch besiegen. Als erstes setzt immer Snobillicat ein, dafür eignet sich zum Beispiel ein Lucario mit Steigerungshieb. Alternativ kann man auch ein Machomai mit Kreuzhieb einsetzen, denn dadurch ist Giovanni gezwungen, möglichst schnell seine Schilde aufzubrauchen. Wie hier zum Beispiel muss er schon sein ersten Schild einsetzen, bevor das Snobillicat überhaupt eine Ladeattacke nutzen kann. Und jetzt kommt gleich mein zweiter Steigerungshieb. Dadurch verbraucht der Giovanni sein letzten Schild und hab's dann durch einfacher gegen seine zwei nächsten Pokémon zu gewinnen. Jetzt setzt er Kangama ein. Das ist Glück für mich, denn da schafft mein Lucario auch sehr effektive Angriffe. Dementsprechend kann ich mit Glück ihn allein mit Lucario besiegen. Ansonsten habe ich noch einen Meistergriff. Das ist auch ein Kampf-Pokémon. Der ist auch sehr gut gegen Kangama. Natürlich kann auch ein anderes Pokémon als der Kangama bei Giovanni sein, aber hier habe ich halt Glück gehabt und ihn sogar besiegt. Und als letztes kommt immer der Krypto Arctos in diesem Monat. Da nützt natürlich die Attacke vor allem in Lucario nicht viel. Ich setze sie trotzdem jetzt kurz ein. Ein bisschen Schaden macht sie, aber ich habe zum Glück noch einen Despotar in der Hinterhand. Und zwar einen mit Katapult und Steinkante. Das sind sehr effektive Angriffe gegen den Krypto Arctos und so kann ich ihn sehr gut besiegen. Jetzt muss ich nochmal vorsichtshalber ein Schild nutzen. Aber wie man schon sieht, der Krypto Arctos ist fast schon besiegt. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt noch eine Ladeattacke brauche. Nein, selbst ohne Ladeattacke ist der Krypto Arctos besiegt worden. Das heißt, Gekämpfe habe ich erledigt und besiegt. Wichtig ist jetzt natürlich auch, den Arctos gleich noch zu fangen.
man hat sonst keine weitere Chance. Kleiner Tipp, man hätte ja vorher noch ein Sternstück reintun können, dann hätten wir mehr Sternstaub bekommen. Hier nutze ich dann beim Fangen die silberne Beere. Warum? Weil hier bekomme ich statt mit der Sanana-Beere 6 Bonbons gleich 7. Beim ersten Wurf bleibt diesen Krypto-Arktos normalerweise auch gleich drin. Und man sollte daran denken, den Krypto-Arktos nicht zu erlösen, denn so macht er 20% mehr Schaden als die normale Version. Egal wie schlecht die Werte auch von ihm sind. Jetzt schauen wir mal auf die Werte. Nur ein Stern, aber wie schon gesagt, der macht mehr Schaden als eine normale Version vom Arktos. Wenn man jetzt die Stufe 5 eingelöst hat, hat man bei Stufe 6 nur noch Aufgaben, die man einfach einlösen muss. Man muss nichts dafür weiter tun. Fragen bitte in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, um kein neues Video von mir zu verpassen.